Ein herzliches Willkommen hier aus Trobbys Holzhütte. Wieder einmal zu einem Projekt. Ihr habt sicherlich schon beim Startbild gesehen, um was es sich handelt. Wir hatten wieder ein bisschen Zeit gehabt mit meinem Sohn. Sag mal Hallo. Hallo. Hallo, genau. Mit meinem Sohn haben wir wieder ein bisschen Zeit gehabt. Es sind ja auch nächste Woche oder doch jetzt die kommende Woche sind ja dann auch langsam Ferien. Dann können wir hier noch ein bisschen mehr machen. Aber ich möchte nicht lange hier rum erzählen. Schaut euch das Video an, was wir hier in unserer Werkstatt gebaut haben. Und wir wünschen viel Spaß dabei. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Planung, ne? Bisschen Planung. Wir haben uns schon ein bisschen Material hier zusammengesucht. Das ist hier so ein Bastelplastik. Du, muss ich mal genau schauen. Schaut mal, das ist so ein Zeug hier. Kann ich euch das mal zeigen? Habe ich mal günstig erworben. Und das soll dann unsere Unterplatte sein. Aber jetzt müssen wir erstmal planen. Müssen wir mal schauen, wie groß wir das alles machen wollen. So, mein Kumpelino, jetzt müssen wir mal abmessen. Was haben wir hier für ein Maß? Genau, 85, ne? 85,5. Guck mal, dann müssen wir hier noch gerade schneiden. Breite lassen wir so, ne? 47. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie hoch wir die Bande machen. Aber eigentlich müssen wir erstmal gucken, ob wir schönes Grundmaterial haben. Hier. Wollen wir das nehmen? Wofür? Ja, für den Puck. Ja. Ja? Aber wir brauchen ja mehrere. Ne? Das ist 52er. Abgeschliffen ist es nur noch 50. Wollen wir eigentlich das mit der Sandu auch noch machen? Mit der Sandu-Idee? Müssen wir gucken. Müssen wir gucken, ob wir es hinkriegen. Wir können so machen. Guck mal. Reinmachen. Wollen wir 15er machen? 15er Pucks? Jo. Wir können ja in den Puck 15er so eine kleine Kerbe mit ein. Mit Wollte der Drechselbank. Ja. Wollte ich ja auch. So ein kleines bisschen, so eine kleine. Also so ein bisschen, dass das hier richtig schön drin hält. Ne? Das meinte ich ja gestern. Also machen 15, ja? Ja. 15er Pucks? 15 und in der Mitte so. 1 cm so eine Einkerbung. So, ne? Jo. So eine ganz kleine, so eine leichte Einkerbung, ne? Jo. Damit es dann der dann so richtig schön reinkommt, ne? Ja. Okay. Guck mal, jetzt sind die Seiten fertig und das Tor. Und wie hoch wollen wir das machen? 5. 5? Ja. Okay, wir haben gesagt, welche Länge wollen wir nehmen? So lang wie es glatt ist. Genau, also 85, ne? Ja. Das hier ist eine Führungsschiene. Das ist eine Führungsschiene, genau. Warum ist das eine Führungsschiene? Damit das hier nicht verrutscht. Eine Führungsschiene ist, damit die Säge geführt wird. Ne? Hab ich doch schon gesagt. Richtig. So, Kumpel, traust du dir das zu? Ja. Ja? Komm, ich zeig dir, wie es geht. Ich weiß schon, hab ich ja schon die Videos gesehen. Warte. Guck mal, hier ist die Lippe. Siehst du die Lippe? Jetzt ist es richtig. Warte. Guck mal, hier ist die Lippe. Siehst du das? Guck mal. Ist die Lippe? Da ist der Strich, ne? Und hinten muss auch der Strich so sein, ne? Ja? Ja. Und jetzt den reindrücken und den anderen reindrücken. Genau. Und schön langsam. Und los dann. Ey, cool! Es riecht doch irgendwas zu essen. Ne? Also, das hast du ja super gemacht, doch. Mhm. Einmal frei. So, meine Kumpelino, komm, jetzt haben wir hier. Aha, stopp. Jetzt haben wir hier die Enden, ne? Ja.
jetzt brauchen wir... Hust, hust. Brauchen wir jetzt hier, ne? Jo. Warte mal, Popolino. Schaff ich nicht. Das geht doch schwer, hast du recht. Warte mal, lass mich mal ganz kurz einen machen. Ja. Und jetzt kannst du noch, noch so drei Stück noch. Und guck mal, hier vorne kommt der raus. Hier ist die Nase und hier kommt er raus. Ne? Ich weiß. Und dann machen wir den erst in der Mitte. Genau. Noch ein bisschen zu links. Gut. Nein, mein links. Ach, dein links. Ja, das andere links. Das andere links. Ach so. Oh, guck. Oh, ah. Jetzt passt das Haar genau, ne? Jetzt müssen wir es gar nicht mehr festmachen. Na doch, ein bisschen. Wir tackern werden wir es auch noch, ne? So, hier ist unser Tor jetzt. So, Kumpel, jetzt müssen wir aber... Jetzt entscheiden wir das jetzt noch nicht. Wir machen erstmal unsere Pox fertig. Ja? Pox. Ja. Geht aber. Ach so. So, mein Kumpel, dann erzähl mir mal deine gute Idee. Also, wir hatten ja die Idee. Ja, guck mal, wir haben jetzt diese Pucks gebaut. Wir hatten ja die Idee mit dem Tor, ne? Ja. Und ich habe bemerkt, wo ich ein bisschen rumgespielt habe, dass man es ja auch noch rausnehmen kann. Also habe ich überlegt, dass man es nur reinlegen kann oder rausnehmen. Und dann kann man mehrere Spiele auf dem spielen. Also drei Spiele in einem. Also ich habe so überlegt, wir... dass jeder drei so eine Dinger hat und der Gegner muss halt versuchen, die umzuschießen. Ja, das ist ja wie Billard. Und da habe ich noch eine Idee. Also noch eine Idee. Auch eine. Na, die so ist. Hier sind ja dann die Bänder und da hat man halt auch Eishockey. So. Und da muss man versuchen, in das Band zu schießen und wenn man ins Band geschossen hat, dann hat man einen Punkt. Aha. Also Eishockey und Billard. Cool. Also ich würde sagen, dass wir das hier nicht rankleben, sondern... Ja, oder dann... Und wir machen hier so... Schrauben wir das nur fest. Hä? Na guck mal, wenn wir jetzt so eine Leiste hier noch übersetzen. Guck mal, wenn jetzt eine ganz dünne Leiste, ne? Eine ganz dünne Leiste kannst du ja hier etwas rüberziehen. Da kannst du hier ein Loch einbohren mit einer Mutter. Mit einer Rampamuffe und dann kannst du so einen kleinen Rindelschrauben kannst du dann. Ah. Weißt du? Und ich hatte auch noch eine Idee, dass wir hier so in der Mitte so einen Strich machen und dann hier so einen Kreis durch den Strich. Hier so einen Kreis noch. Also so wie als wenn es ein richtiges Spielfeld ist. Ja. Ja, können wir alles machen. Eine coole Idee? Aber warte mal, das ist sehr, sehr cool die Idee. Klar, das ist ja auch geil. Hast du einen Zirkel? Warum Zirkel? Warte, und die Mitte von dem. Die Mitte von dem? Und dann machen wir nur 10. Weil so, ja, 10. Weil so weiß man auch, wo man die. 10, ja? Ja, bei so weiß man, wo so? Man 10. Ja, genau. Ja? Mhm. So, ja? Ja. Kreis, ja? Ja.
wir wollen jetzt das erstmal so bauen, ne? Jetzt haben wir ja, guck mal, schaut mal, jetzt haben wir die ganzen runden Dinger hier fertig gebaut, ne? Und jetzt müssen wir mal austesten die Spannung von dem Gummi, ne? Es geht so. Ey, doch, ging. Hast du gesehen? Es ist schwieriger. Ich soll ja einen Schwierigkeitsgrad haben. Genau. So. Und das können wir dann gleich mal ausprobieren, okay. wie wir das am besten. Und den Rest können wir für den Sprungseil benutzen. Ne? Anderen auch. Ups. Hast du den? Richtig? Ja, hast du richtig rum. Sollen wir gucken? Oder ich denke schon bald, dass wir den so lang lassen, oder? Ja. Nee, du hast ja die Unterlegscheibe vergessen, Kuppelina. Ach so. Weißt du, warum man eine Unterlegscheibe runtermacht? Keine Ahnung. Soll ich dir das erklären? Keine Ahnung. Kannst du dir das vielleicht selber denken, warum man eine Unterlegscheibe runtermacht? Vielleicht. Überleg mal. Warum macht man eine Unterlegscheibe runter? Keine Ahnung. Wenn man jetzt die Mutter hier reinschraubt ins Holz, was würde denn passieren? Dann würde es doch kaputt gehen. Nee, das geht doch gar nicht. Nee, guck mal, wenn man jetzt die Schraube so hier jetzt reinschraubt und jetzt hier die Schraube so gegendrückt ins Holz, was würde da passieren? Bricht es doch. Dann würde sich die Mutter ins Holz reinarbeiten. Aua. Und was passiert jetzt, wenn du eine Unterlegscheibe reinpackst? Die Unterlegscheibe lässt das nicht zu, weil nicht genug Druck drauf ist. Guck, siehst du das? Und jetzt verteilt sich nämlich der ganze Druck. Guck mal, jetzt verteilt sich der ganze Druck auf die Unterlegscheibe. Die arme Unterlegscheibe, die tut ja weh. Hast du dir so vorgestellt, Kumpel? Jo. Aber wir müssen mal ganz kurz. Los, schicken. Zuschauer, ihr habt es ja gerade gesehen, haben wir uns hier so eine, das ist ein bisschen größer geworden hier. Ich habe das auch schon, oder wir haben das schon ein paar Mal direkt auf YouTube gesehen und auf Instagram, glaube ich, habe ich das auch schon gesehen, Bilder. Da haben andere Leute so ein Spiel auch schon gebaut. Ja, wir fanden das toll, hat wieder richtig Spaß gemacht, dieses kleine Spiel. Wir haben hier draus aus diesem Spiel drei Spiele gemacht, ne? Man kann aber noch mehr machen. Man kann noch mehr, viel mehr Spiele machen. Aber drei sind die normalen. Also die wir schon alle kennen. Genau, richtig. Also wie gesagt, man hat ja etwas Fantasie und so kann man denn mit den Kindern so ein bisschen die Fantasie weiter ausleben. Ja, ihr habt gesehen, wie wir es gespielt haben. Schaut mal, hat wirklich, war fetzig, hat Spaß gemacht, der Kumpel. Ja. Hat Spaß gemacht, genau. Ich habe leider verloren.
Aber wir haben ja noch genug Zeit, dass ich mir eine Revanche gibt, ne? Ja. Genau, dann kriege ich eine Revanche und dann werde ich vielleicht auch mal gewinnen. Ja, meine lieben Zuschauer, wir hoffen noch, dass euch das Video hier mit diesem kleinen Spiel, ich weiß noch nicht genau, wie wir das benennen. Was denkst du, wie benennen wir das? Freizeitspiel. Seilspiel. Seilspiel. Puckspiel. Ist egal. Fragezeichenspiele. Ist egal. Lustiges Spiel, einfach so, ne? Fragezeichenspiele in einem. Genau, okay. Ja, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und ja, wir hoffen doch, dass euch dieses Video ein bisschen gefallen hat. Bis zum nächsten Projekt, bis dahin wünschen wir euch alles Gute und wir sind raus. Ciao! Tschüss!